Ja, ich begrüße zu dieser Open Lecture in der Serie unserer Online-Angebote am Learning Lab in diesem Online-Semester. In dieser Serie möchten wir uns beschäftigen mit der Frage, was bedeutet die aktuelle Krise für digitale Bildung in verschiedenen Bildungssektoren? Und wir sprechen damit die E-Learning-Community an, die Menschen, die sich beschäftigen mit der Frage, wie können wir die Bildung gestalten, wie können wir die digitalen Medien klug einsetzen, um das Grundrecht auf Bildung auch möglich zu machen in den verschiedenen Bildungssektoren. Und ich freue mich, dass Oliver Hinte auf uns zugekommen ist und gesagt hat, lass uns doch mal die rechtlichen Aspekte betrachten. Oftmals wird diese Diskussion über die rechtlichen Fragen ja sehr emotional ausgetragen und ich denke, es ist sehr wichtig, auch für die E-Learning-Community sich zu überlegen, was sind denn da für aktuelle Diskussionen im Gang und zu überlegen, wie können wir da eigentlich auch uns einklinken, wie können wir diese aktuellen Diskussionen aufnehmen und bedenken bei unseren Entwicklungen. Und insofern begrüße ich zunächst Julia Rehle in dieser Runde. Wir möchten in den nächsten 60 Minuten ins Gespräch kommen und auch dann Fragen aufgreifen, die unserer Runde hier an Teilnehmenden auch gestellt werden. Das Chatfenster steht zur Verfügung. Melden Sie sich einfach, schalten Sie sich einfach in die Diskussion ein. Und zunächst möchte ich unsere beiden auch Gäste hier vorstellen oder vorstellen lassen. Frau Rehle, können Sie sich kurz vorstellen? Ja, guten Morgen. Ich bin Julia Reda. Ich war 5 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments und habe mich dort vor allen Dingen mit der EU-Urheberrechtsreform beschäftigt, die ja jetzt auch im nächsten Jahr in deutsches Recht umgesetzt werden soll und auch im Bereich Bildung und Online-Bildung einige Veränderungen mit sich bringen wird. Und inzwischen bin ich bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und beschäftige mich dort mit strategischer Klageführung zur Durchsetzung der Grundrechte. Also auch dort mit einem Schwerpunkt Urheberrecht, wenn es um die Fragen geht, was ist eigentlich erlaubt im Sinne der Wissenschaftsfreiheit, im Sinne des Rechts auf Bildung, dort auch Streitfragen, die sich im Bereich des Urheberrechts ergeben, vor Gericht zu klären. Vielleicht steigen wir kurz direkt ein, bevor wir auch auf die Datenschutzseite und Herrn Hinte eingehen. Wenn Sie nochmal die aktuelle Situation zusammenfassen können, was ändert sich, was kommt auf uns zu, in der Umsetzung, die Sie angedeutet haben? Also, wir hatten ja vor einigen Jahren ein paar Veränderungen im Wissenschaftsurheberrecht und diese Regelungen sind immer noch befristet. Also, da ging es unter anderem um die Frage, ob Verwendungen von Bildungs- und Wissenschaftsmaterialien einzeln oder pauschal abgerechnet werden müssen. Da hat es einige deutliche Vereinfachungen für den Bildungssektor gegeben. Und jetzt muss bis nächsten Juni diese neue EU-Urheberrechtsrichtlinie umgesetzt werden. Das wäre einerseits sicherlich der richtige Zeitpunkt, um auch die Regelungen des Wissenschaftsurheberrechts zu entfristen, damit diese nicht in einigen Jahren aufhören zu gelten und auch Rechtssicherheit für die Unis und die Schulen zu schaffen. Ansonsten eine wichtige Neuerung ist, dass die Online-Bildung auch grenzüberschreitend ermöglicht werden soll. Also es wird eine verpflichtende Urheberrechtsschranke für Bildungszwecke geben. Das gab es bisher nicht. Das war bisher freiwillig für die Mitgliedstaaten der EU. Und in Deutschland wird sich vor allen Dingen ändern, dass die Materialien, die bisher von der Bildungsschranke ausgenommen waren, zum Beispiel Schulbücher, in Zukunft auch unter die Bildungsschranke fallen, allerdings mit einem sogenannten Lizenzvorbehalt. Also das ist immer noch, denke ich, ein Punkt, der große Rechtsunsicherheit schaffen wird. Also dass von der Bildungsschranke für solche Materialien wie Schulbücher nur dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn keine leicht verfügbare Lizenz auf dem Markt angeboten wird. Und da werden sich dann natürlich neue Rechtsfragen drumherum entzünden. Wie intensiv muss eine Schule oder eine Universität prüfen, ob solche Lizenzen vorliegen, bevor sie Lehrbücher eben auch in ihren Online-Bildungsangeboten verwenden dürfen? Das hört sich nicht gerade nach einer sehr einfachen Vereinfachung wirklich an.
Aber wir müssen das auch weiter heute nochmal beleuchten unter der Frage, inwiefern unterstützen diese rechtlichen Entwicklungen eigentlich digitale Bildung oder inwiefern behindern sie die? Wie können wir diese Entwicklungen einschätzen? Herr Hinte, können Sie etwas zu Ihrer Person, zu Ihrer Arbeit sagen? Wo können wir Sie einordnen? Ja, ich bin seit anderthalb Jahren Datenschutzbeauftragter der Fernuniversität in Hagen, komme aber ursprünglich auch aus dem urheberrechtlichen Bereich. Daher kenne ich Frau Rehler seit 5 Jahren auch. Hallo Julia. Und ich bin also in der Funktion des Datenschutzbeauftragten jetzt hier, aber genauso als Urheberrechtler, denn auch was Frau Rehler eben gesagt hat, ist sehr wichtig, gerade für die Fernuniversität in Hagen, weil wir grenzüberschreitend tätig sind. Wir möchten halt gerade dafür sorgen, dass diese Materialien digital vor allen Dingen auch grenzüberschreitend zur Verfügung gestellt werden können. Analog ist das in der Regel kein Problem, aber das ist natürlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit, wie es jetzt eben eigentlich angemessen wäre. Das gilt aber jetzt erstmal dann nur für Europa und wir kämpfen halt eben auch auf Welturheberrechtsebene dafür. Das ist bei der WIPO angesiedelt und dort gibt es halt eben auch Verhandlungen, dass eben solche Sachen weltüberschreitend zur Verfügung gestellt werden können. Aber nochmal zurück zu meiner Person. Ich bin, wie gesagt, seit anderthalb Jahren ungefähr Datenschutzbeauftragter an der Fernuniversität in Hagen, mache das mit einem Kollegen zusammen. Und wir befinden uns halt wirklich in der sehr komfortablen Situation, dass das unsere einzige und Hauptaufgabe ist. Also wir sind wirklich nicht noch Justiziariat oder irgendwas dazu, sondern alleine Teil der Stabsstelle Datenschutz und IT-Sicherheit. Und deshalb haben wir auch so viel Zeit, uns um den Datenschutz zu kümmern, was manchen Leuten auch nicht recht ist. Ja? Also wir investieren da halt recht viel Zeit, aber versuchen halt immer alle Aspekte zu berücksichtigen. Das ist beim Urheberrecht genauso, dass wir uns auch immer versuchen, die Seite der anderen zu versetzen. Und die anderen sind halt eben die, die irgendwie eine Prüfung von uns haben wollen, ob irgendetwas datenschutzrechtlich zulässig ist oder nicht. Wir genehmigen nichts, sondern wir geben dann Empfehlungen ab. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es so, dass wir wirklich mehr als zwei Augen zudrücken. Denn uns geht es vor allen Dingen um Kommunikation. Und dem Datenschutz wird ja häufig vorgeworfen, er sei das neue Denkmalrecht oder das neue Baurecht und könnte alles verhindern. Und wenn man das eben irgendwas verhindern möchte, kann man das auch immer gut als Argument vorschieben und sagen, ja, ja, der Datenschutz. Aber so ist es häufig gar nicht. Datenschutz geht halt auch immer in mehrere Richtungen, ist halt kein reiner Selbstzweck, sondern es geht wirklich darum, grundlegende Rechte halt eben einfach den Leuten zuzuerkennen und zu schützen, wenn es eben wirklich zu weit geht. Und ab und zu muss man Grenzen ziehen. Das sehen Sie jetzt auch bei der Corona-App, die bisher noch nicht eingeführt wurde. Weil halt eben bestimmte Standards einfach festzuhalten sind und darauf geben wir Acht. Ich finde, was in der jetzigen Krise ja auch deutlich wird, dass im Grunde genommen der politische Prozess ja auch bedeutet, dass wir aushandeln müssen verschiedene Rechte, dass diese Rechte nicht einfach a priori vorhanden sind, sondern dass wir im Grunde genommen in einem Abwägungsprozess sind, wie wir die Rechte zusammenbringen. Also etwa das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf Bildung, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Freizügigkeit. Diese Rechte werden plötzlich neu ausgehandelt. Und das merken wir eben halt auch, glaube ich, in der Frage eben halt des Datenschutzes, was zu einer anderen Situation kommt, weil wir jetzt auch ein Recht auf, ich sag mal, digitale Bildung ja doch gesellschaftlich sich einfordert. Und Sie sagen, der Datenschutz muss da zurücktreten an manchen Stellen. Ist das wirklich so, dass wir eben halt hier, wie Sie sagen, beide Augen zudrücken oder ein Auge zudrücken müssen? Würden Sie das so im Großen auch so einschätzen? Es ist einfach so, dass wir nach dieser Corona-Zeit Sachen nochmal auf den Prüfstand stellen müssen. Aber im Moment ist es einfach so, dass Kommunikation das A und O einfach ist. Und dann müssen wir datenschutzrechtliche Bedenken häufig zurückstellen. Denn es ist einfach wichtig, dass die Leute, wenn sie jetzt schon mal persönlich nicht miteinander kommunizieren können, aber über Technik kommunizieren können. Und da steht häufig der Datenschutz, sage ich mal, im Wege oder setzt den unter Vorbehalt. Sei es jetzt eben auch bei Dingen wie Zoom zum Beispiel. Ja, da gibt es natürlich immer datenschutzrechtliche Bedenken, die ich erheben kann. Aber die dürfen nie so stark in den Vordergrund stehen. Es darf nicht überbewertet werden. Wie gesagt, das ist kein Selbstzweck. Hm. Ja, und wenn wir halt eben wirklich eine vernünftige Austarierung zwischen dem Datenschutz und den anderen Rechten finden, es sind alles immer Einzelfallprüfungen. Ja? Das ist eben das Problem, weshalb die Sache auch recht aufwendig ist. Jeder Sachverhalt ist anders gelagert. Wir können nicht immer Pauschallösungen anbieten. Wir würden das sehr gerne, aber
dann machen wir es uns zu einfach. Ja, es sind wirklich immer besondere Sachverhalte und die sind zu berücksichtigen. Was ist jetzt wirklich höher einzuschätzen? Was ist weniger einzuschätzen? Sind es besondere personenbezogene Daten, also eine besondere Kategorien, also biometrische Daten und so weiter? Und das hören wir ja auch gerade aus den USA, dass eine dortige App eben dazu verwendet wird, um auch Demonstranten nachzuverfolgen. Ja? Und das sind halt eben einfach Missbrauchsmöglichkeiten, die dem Staat dann zur Verfügung gestellt werden. Und sowas müssen wir natürlich verhindern. Ja, aber sehr interessant finde ich, und das finde ich ist auch sehr wichtig, dass Sie betonen, Ihre Rolle als Kommunikations- und Beratungsarbeit und jetzt nicht unbedingt als sozusagen eine Art Prüfstelle, wo ich auch manchmal denke, das ist ja für einen einzelnen Datenschutzbeauftragten ja auch unendlich schwierig. Wie wollen Sie denn als Individuum oder als Stabsstelle prüfen, ob Zoom datenschutzkonform ist? Man muss sich da ja auch viele Quellen zusammensuchen. Aber sozusagen diese Beratungs- und Kommunikationsfunktion, die Unterstützungsfunktion dabei, die betonen Sie ja sehr stark. Und das ist auch sehr wichtig. Also wir können nicht nur irgendwas verhindern, wir müssen auch nach Alternativen suchen. Ja, und es gibt halt das Prinzip des geringstmöglichen Eingriffs halt eben auch, wenn wir eine andere Alternative sehen, die datenschutzrechtlich vielleicht weniger problematisch ist, dann können wir immer noch sagen, warum greift ihr nicht darauf zurück? Mhm. Bietet das die genauen gleichen Möglichkeiten, aber gerade bei der Software können wir natürlich schlecht den Lehrenden vorschreiben, so, das ist doch die super Software, nutzt die doch einfach, wenn die sagen, nein, die liefert halt einfach nicht die Features, die eine andere Software liefert, und dann setzen wir uns damit auseinander und können ja sehr häufig im Gespräch mit dem Anbieter auch noch was erreichen. Dass halt eben bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, dass eben ein Meeting nicht aufgezeichnet werden kann, wenn das niemand möchte und so weiter und so weiter. Ja, und ich denke, es zeigt sich ja auch in vielen Einrichtungen, dass wir so ein abgestuftes System haben, eben halt, wo die Lehrenden auch mit unterschiedlichen Systemen arbeiten können, wo wir eben aber auch merken, Jitsi ist vielleicht eine coole Lösung. Für bestimmte Meetings, für andere Meetings brauche ich wieder andere Lösungen. Also, dass wir mit so einem Portfolio auch arbeiten. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist vollkommen richtig. Also, aber dann muss man sich die Zeit nehmen, das auch wirklich priorisieren und sagen, okay, das ist jetzt erstmal das, was wir im Angebot haben. Und wir müssen uns auf bestimmte Dinge auch einfach konzentrieren, denn ansonsten können wir es auch nicht im Griff behalten. Ja. Wenn wir einfach alles, das gesamte Portfolio aller verfügbaren Dinge anbieten wollen, dann überfordern wir wirklich alle Leute damit, weil man auch von der Anwendung alleine nicht weiß, wie teile ich den Bildschirm wieder, wie stelle ich den Ton ein und aus. Das macht das Ganze halt ineffizient. Also insofern ist es sehr gut, die Sachen zu priorisieren und auch auf bestimmte Dinge aufzuteilen, zu sagen, für diesen Zweck nutzen wir dieses, das hat noch ein höheres datenschutzrechtliches Niveau, dann nutzen wir jenes und so weiter und so weiter. Ja. Ich finde ja, dass wir beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit Skibo wirklich einen sehr großen Schritt gemacht haben, dass wir für die Hochschulen eben so einen Dropbox-Klon, wie man so oft sagt, entwickelt haben. Und wo wir gleichzeitig auch kommunizieren mit so einer Ampel, eben halt, das sind rote Daten, rot, da musst du besonders aufpassen, das ist gelb und das ist grün, da kannst du auch anders mit verfahren. Also dass wir sozusagen ein Bewusstsein für ein abgestuftes Umgehen mit der Technik entwickeln. Würden Sie das auch so unterschreiben? Ja, Skibo ist ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir jetzt als neue Datenschützer dafür gesorgt, dass es an der Fernuni Hagen überhaupt erst genutzt werden kann. Wir haben uns aber sehr intensiv damit auseinandergesetzt und eben einfach geschaut, welche Daten dort verfügbar gemacht werden sollten und welche einzelnen Szenarios gebildet werden sollten. Nur das ist jetzt natürlich mittlerweile durch Corona in den totalen Hintergrund getreten. Also da spricht jetzt keiner mehr von, aber es war schon ein wichtiger Schritt für uns auch. Und wir sehen es halt einfach auch dann als Konsequenz an, Dropbox dann halt eben nicht mehr zu nutzen. Ja? Und das erwarten wir halt eben auch von den Nutzern dann letztendlich, wenn wir uns damit intensiv beschäftigen, welche Möglichkeiten bestehen, sollten sie dann im Gegenzug natürlich auch so vernünftig sein und auf die Möglichkeiten zurückgreifen, die dann zur Verfügung stehen. Ja, und das ist ja ein großer Erfolg, nicht? Also da können wir sehen, dass hier mit einer eben halt guten Lösung das Land ja auch tatsächlich eine Alternative für die Wissenschaft hat platzieren können. Insofern eben muss man ja auch mal auf die positiven Entwicklungen, glaube ich, wirklich auch sehen, dass man das machen kann. Aber ich fand auch interessant, man hat Skibo nie so platziert nach dem Motto, so das ist so das eine Tool und da muss jetzt alles drauf, sondern man hat deutlich gemacht, eben halt auch den pädagogischen Ansatz. Überlegt mal, was sind das für Daten eigentlich? Also, dass man Daten Schutzniveau und Qualität des Tools auch in einen Einklang bringt.
Nee, das ist vollkommen richtig. Und es ist halt eins von mehreren Tools, die einfach zur Verfügung stehen. Und man soll es nicht überbewerten, aber man soll auch nicht zu sehr hinterm Berg damit halten, haben Sie vollkommen recht. Ja, also wie gesagt, das fand ich war, glaube ich, für mich als Wissenschaftler auch ein wichtiger Erkenntnisschritt in dem Zusammenhang, da Bewusstsein zu entwickeln. Frau Reda, wo wir über Bewusstsein entwickeln, sprechen auch und über Urheberrechte auch in der Wissenschaft. Wie schätzen Sie die Situation in den Hochschulen und im Wissenschaftsbereich ein? Kann man diese komplexe Diskussion, ist die in der Hochschule vermittelbar? Ist sie angekommen oder wo sehen Sie da Defizite? Also ich glaube, man kann nicht von allen Lehrbeauftragten erwarten, dass sie die Regelungen des Urheberrechts im Einzelnen verstehen. Und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch von Seiten des Gesetzgebers auf pauschale Lösungen, auf möglichst einfach verständliche Lösungen setzt. Und gerade jetzt in der Corona-Krise stellen wir auch fest, dass es einfach nicht immer eine adäquate Alternative ist, auf das zurückzugreifen, was analog möglich ist. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise ein Defizit des europäischen Urheberrechts, dass es sehr unflexibel ist. Also zum Beispiel, wenn man es mit dem amerikanischen Fair Use vergleicht, dort wird immer eine Einzelfallabwägung getroffen. Also ist eine bestimmte Handlungsform in irgendeiner Form schädlich für die Rechteinhaber? Dient sie kommerziellen Zwecken? Werden die Inhalte in einem neuen Kontext genutzt? Und wenn das insgesamt zu einer positiven Bewertung kommt, dann ist es zunächst mal erlaubt. Und ich glaube, diese Flexibilität, die fehlt uns im deutschen und europäischen Urheberrecht, um wirklich schnell auf neue Situationen reagieren zu können. Also als die Universitäten und Bibliotheken haben schließen müssen und auch die Schulen, gab es, glaube ich, ganz unterschiedliche Reaktionen von verschiedenen Bildungseinrichtungen. Also ich denke, die Fernuni Hagen ist wahrscheinlich vergleichsweise gut auf solche Situationen vorbereitet, weil dort digitale Bildung bereits zum Alltag gehört. Aber gerade aus den Schulen höre ich auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern, dass die eigentlich komplett alleingelassen wurden von ihren Schulleitung, wenn es um die Frage geht, wie sie jetzt die digitale Bildung gestalten wollen. Und ich habe alles gesehen von, man schickt einmal pro Woche per E-Mail die neuen Hausaufgaben, bis hin zu ein Lehrer streamt irgendwie nachmittags auf Twitch Abiturvorbereitung und abends zockt er mit seinen Schülerinnen und Schülern. Also dieses ganze Spektrum gibt es, denke ich, und da hängt viel auch vom persönlichen Engagement der Lehrenden selbst ab. Und ich denke, dieses Engagement sollte man auf keinen Fall zu sehr einschränken, demotivieren, dadurch, dass man erstmal den Leuten erzählt, was alles urheberrechtlich gar nicht erlaubt ist. Also da muss man einfach viel, viel praktikablere Lösungen finden, weil das Urheberrecht, glaube ich, nie dafür gemacht wurde, dass jede Einzelperson diese Abwägungen selbst treffen muss. Und ich glaube, das ist was, also wenn man sich die Regelungen zum Bildungsurheberrecht in Deutschland durchliest, da darf man mal 10% von einem Werk kopieren, mal 15%, aber wenn es sich um Notenblätter handelt, dann wieder gar nicht. Und das ist nichts, was man, glaube ich, Leuten, die daneben auch noch didaktisch sich auf den Unterricht vorbereiten müssen, vermitteln kann. Das hört sich nicht sehr ermutigend an, Frau Reda, bedeutet aber irgendwo auch, dass wir das Ganze irgendwo auch in den Hochschulen, im Wissenschaftsbereich auch professionalisieren müssen, im Grunde genommen. Es bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als da auch Bewusstsein zu entwickeln, Verständnis zu entwickeln, auch zu schulen, die Kollegen, oder? Naja, also ich denke, es ist ja nicht die Schuld der Hochschulleitung, dass das Urheberrecht so kompliziert ist. Und ich glaube, man muss irgendwann auch pragmatisch agieren und ein kalkuliertes Risiko eingehen. Also ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wegen einer einzelnen Urheberrechtsverletzung in dieser Krisensituation irgendjemand sofort verklagt wird. Und ich glaube, man sollte da den Leuten auch nicht zu viel Angst machen.
Ich glaube aber, dass letzten Endes auch der Gesetzgeber gefragt ist, diese Sachen einfach so zu gestalten, dass man sie befolgen kann, ohne dass man tausende Schulungen erst durchführen muss. Weil ich meine, es gibt viele Dinge, die die Lehrenden lernen müssen. Das fängt an mit den Regelungen zum Datenschutz. Es ist sicherlich auch nicht für alle einfach, plötzlich den Umgang mit diesen ganzen Tools zu lernen. Und wenn man sich darüber hinaus noch erst nahezu irgendwie einen Doktor im Urheberrecht beschaffen muss, bevor man versteht, was man darf und was nicht, das kann nicht die Lösung sein. Ja, das hört sich aber doch auch wirklich beruhigend an. Wie gesagt, weil es da gibt es auch dann Grenzen, die dann auch wirklich schwierig in der Praxis zu überwinden sind. Lassen Sie mich ein anderes Schlagwort aufgreifen, die CC-Lizenzen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das letztlich diese Entwicklung eine gute Entwicklung auch für den Wissenschaftsbereich, dass diese doch immer mehr auch Anerkennung finden oder zumindest auch Bekanntheit entwickeln für Open Educational Resources beispielsweise? Gleichzeitig hört man so viele juristische Bedenken und Problemstellungen, Fallen, die mit den CC-Lizenzen verbunden sein sollen, speziell in Deutschland. Wie schätzen Sie die Diskussion da ein? Also ich denke, grundsätzlich sind Open Educational Resources und Open Access eine tolle Sache, weil es einfach viele juristische Probleme, die man sonst hat mit der Frage, welche Materialien darf ich in der Lehre verwenden und welche nicht, die stellen sich einfach gar nicht erst. Und insofern halte ich das für absolut förderungswürdig. Man muss natürlich aufpassen, dass die CC-Lizenzen, die dann gewählt werden, auch tatsächlich das erlauben, was im Alltag benötigt wird. Also ich halte zum Beispiel diese Lizenzen, die relativ restriktiv sind, nur nicht kommerziell, keine Abänderungen der Materialien erlauben, nicht für besonders praxistauglich. Also ich denke, als Lehrperson will ich ja nicht einfach nur so eine Lehrmaterialien nehmen, ohne irgendwelche Änderungen daran vorzunehmen. Also ich möchte sie ja auch auf die speziellen Bedürfnisse für meinen Kurs anpassen können. Und da sind, glaube ich, möglichst offene Lizenzen, wie zum Beispiel CC BY, eine super Lösung. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man mehr darauf setzt, also wenn neue Lernmaterialien produziert werden, das von Anfang an unter freie Lizenz zu stellen. Also da sind wir im Wissenschaftsbereich mit den Papers schon einen Schritt weiter. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wer heute am Coronavirus forscht, der spielt in der wissenschaftlichen Debatte überhaupt keine Rolle, wenn er seine neuen Forschungsergebnisse nicht auf Preprint-Server stellt, wo man also direkt in einen wissenschaftlichen Dialog treten kann und diese Inhalte auch als Open Access darauf zugreifen kann. Und insofern also bewährt sich, glaube ich, Open Access im Moment auch sehr stark in der Praxis. Aber da sind wir eben im wissenschaftlichen Kommunikationsbereich schon einen Schritt weiter, denke ich, als in der digitalen Bildung. Ja, vielleicht können Sie ein bisschen auch sagen, was Sie in der Gesellschaft für Freiheitsrechte da momentan für Initiativen entwickeln, mit welchen Projekten Sie da unterwegs sind, um diese Themen voranzubringen. Ja, also wir haben in der Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt vor kurzem ein neues Projekt ins Leben gerufen, das heißt Control Copyright. Und dort geht es darum, Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit Kommunikationsfreiheit und dem Urheberrecht auch gerichtlich zu klären. Ich glaube, ein großes Problem, das Universitäten, Bibliotheken und andere Bildungseinrichtungen haben, ist, dass sie oft relativ risikoavers, relativ konservativ agieren im Vergleich zu Unternehmen. Also wenn man ein Unternehmen hat einer gewissen Größe und es gibt Rechtsunsicherheiten, dann wird mehr oder weniger eine Kosten-Nutzen-Kalkulation angestellt, um sich zu überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da juristische Probleme bekomme? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich vor Gericht gewinne? Wie groß ist auf der anderen Seite der Nutzen? Und dann wird eben entschieden, ob man eine gewisse Rechtsunsicherheit nicht auch einfach mal aushält. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das
Universitäten auch im Bereich der digitalen Bildung tun. Denn ich bin eigentlich überzeugt, es ist viel mehr erlaubt als das, was die Universitäten tatsächlich machen. Also wir hatten in den letzten Wochen eine rege Diskussion über die Frage der digitalen Fernleihe, digitaler Kopienversand. Es gab zeitweise eine pragmatische Regelung zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz, dass eben diese digitalen Materialien auch unter bestehenden Vergütungsregelungen verschickt werden können. Das wurde jetzt allerdings nicht verlängert, wo ich mich auch frage, also ist Corona jetzt vorbei? Also soweit ich weiß, sind die meisten Universitäten für den Präsenzunterricht weiterhin geschlossen. Und insofern war das jetzt vielleicht etwas verfrüht. Aber wenn man sich die Regelungen des Urheberrechts anschaut, dann gibt es ja auch für Bibliotheken Möglichkeiten im Urheberrecht, digitale Kopien zu versenden. Die sind bloß bisher nicht ausverhandelt, also es gibt keine bestehenden Tarife. Aber ich halte es für ganz wichtig, dass man das trotzdem macht. Also es kann ja nicht sein, dass der Gesetzgeber beschließt, die Einrichtungen sollen bestimmte Möglichkeiten haben. Und die dann einfach über Jahre hinweg überhaupt nicht genutzt werden, weil sich niemand traut oder weil es noch keine vollständige Einigung zwischen allen Parteien gibt. Und also bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte bieten wir eben an, auch Privatpersonen, also seien es einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder eben auch Organisationen, in solchen rechtlichen Problemstellungen zu unterstützen, um dafür zu sorgen, dass sie von der Flexibilität im Urheberrecht mehr Gebrauch machen können. Also das heißt, wenn eine Institution da bestimmte Dinge ausprobieren möchte, mehr Inhalte online anbieten, mehr Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, dann können sie sich an uns wenden unter info@freiheitsrechte.org und wir versuchen dann mit Ihnen das Ganze juristisch durchzugehen und zu schauen, dass das eben auch möglich ist. Das hört sich sehr interessant an und ich finde das auch sehr interessant, dass Sie das nochmal so framen unter die besonderen Bedingungen auch der Bildungs- und Wissenschaftswelt, die, wie Sie sagen, risikoavers sind, die das ungerne sozusagen vorangehen und sich überlegen, wie können wir das ausloten. Und insofern kommt, glaube ich, dieser Initiative da eine große Bedeutung zu, um eben halt auszuloten, wie können wir eigentlich da neue Wege und kluge Wege beschreiten. Also finde ich sehr interessant, es war für mich jetzt auch neu, hier darüber zu erfahren. Und wie gesagt, glaube ich, ist für den Prozess sehr wichtig. Dieses Ausloten, dieser politische Prozess, der damit im Grunde genommen impliziert ist, den können wir ja momentan auch sehr stark im Schulbereich beobachten. Und da möchte ich nochmal auf Herrn Hinte zugehen um eine Einschätzung bitten. Also im Grunde genommen ist die Situation im allgemeinbildenden Bereich, in der Sekundarbereich ja im Grunde genommen desolat. Das müssen wir ja doch, glaube ich, einfach so nüchtern feststellen. Hier wird oft dann der Datenschutz verantwortlich gemacht dafür, dass gerade im Schulbereich wir in einer so schwierigen Situation sind. Es hieß dann auch mal, der Datenschutz würde es nicht verbieten, aber es wäre auch nicht erlaubt. Es ist irgendwie eine Zwickmühle. Die Tools sind weiterhin nicht klar, was für Tools denn jetzt nun möglich sind, nutzbar sind. Es ist auch ein bisschen das, wie Frau Reda sagt, diese Risikoscheu irgendwo. Wie schätzen Sie diese Diskussion im Schulbereich ein, Herr Hinz? Also ich kann Ihnen da ein paar ganz gute Informationen liefern. Ich bin halt Elternpflegschaftsvorsitzender in der Schule meiner Kinder und es ist wirklich desolat und das ist nur freundlich beschrieben, denn ein Hauptproblem liegt einfach darin, dass den Lehrern ja überhaupt keine dienstlichen Laptops zur Verfügung gestellt werden. Also sie dürfen eigentlich überhaupt keine Informationen an die Schülerinnen und Schüler weitergeben, weil das über ihre privaten Laptops halt läuft. Und das ist der erste Ansatzpunkt. Und ich habe auch versucht, den Lehrenden die Angst vor dem Datenschutz zu nehmen, denn ich habe halt auch gesagt, ihr müsst mit den Kindern kommunizieren. Da interessiert das keinen, ob ihr das mit einem offenen E-Mail-Verteiler oder einem geschlossenen macht. Das ist wirklich zweitrangig. Es geht darum, ihr könnt nichts falsch machen. Ja? Ihr könnt alles nur richtig machen, indem ihr die Kinder aus der Isolation des Heimunterrichts herausholt und mit denen sprecht. Und da dürft ihr auch mal einen Fehler machen.
Und Fehler, gut, die lassen sich im Urheberrecht noch einfacher durch finanzielle Dinge kompensieren. Im Datenschutz ist dann halt irgendein Datum weitergegeben worden, aber das ist nicht weiter tragisch, würde ich ihm einfach mal sagen. Jeder hat das Recht, auch mal einen Fehler zu machen. Da sollte man das Ganze nicht so eng sehen, aber man muss einfach die Sachen ausnutzen, ausprobieren, die ihm zur Verfügung stehen und die Kinder dadurch eben jetzt auch weiterbringen, dass sie hier die Möglichkeit haben, mal digitale Medien zu nutzen. Also mein Sohn war vorher überhaupt nicht an Computern interessiert. Der hat seine FIFA PlayStation gespielt, das war alles, was ihn an Computern und so weiter interessiert hat. Jetzt sagt er mir dann hin und wieder, Papa, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe eine Videokonferenz. Ja? Und das ist für ihn halt eine schöne Erfahrung, einfach auch mit den Kindern zu kommunizieren. Und das ist ein Einstieg, wo auch ein Mehrwert jetzt durch Corona mal erzielt werden kann. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Mehrwerte dadurch eben erreicht werden können und auch genutzt werden können. Denn digitale Medien liefern wirklich viele Vorteile. Aber was Frau Reda vorhin auch nochmal gesagt hat, möchte ich gerne unterstreichen. Diese Risikobereitschaft, die muss auch gerade bei Bibliotheken viel mehr gelebt werden. Wenn ich dann von Leuten höre, ja, 5 Jahre Befristung einer Regelung, das lohnt sich ja überhaupt nicht, was zu investieren. Ja, wie lange soll das denn sonst noch gewährt werden? Ja, also muss ich denn 10 Jahre, 20 Jahre haben? Das ist nun mal der Zahn der Zeit. Und dann darf ich mich auch wirklich nicht beschweren, wenn solche Regelungen eingeführt werden, die werden nicht genutzt und das Ganze wird evaluiert, dann heißt es eben, die sind nicht genutzt worden. Also brauchen wir sie offensichtlich gar nicht. Ja? Und das ist halt eine ganz schlechte Entwicklung, muss ich eben sagen. Also gerade beispielsweise die sogenannten Designated Terminals würden sehr große Möglichkeiten für Bibliotheken liefern, Werke zu digitalisieren, dort halt eben zum Abruf bereitzustellen, wenn Werke halt eben von Verlagen nicht selber digital zur Verfügung gestellt werden. Denn wir haben immer noch das große Problem, dass der Erschöpfungsgrundsatz. Jetzt müssen Sie kurz noch sagen, was wären Designated Terminals? Wären das auch VPN-Zugriffe oder was wären Designated Terminals? Die befinden sich in der Bibliothek. Das ist eine Regelung im Urheberrechtsgesetz, Paragraph 60e, Absatz 5, glaube ich. Da besteht halt die Möglichkeit, den Nutzern der Bibliothek 10% eines Werkes dann zum Ausdruck oder zum Download zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es auch immer noch eine antiquierte Regelung, die es eben nur gestattet, das innerhalb der Bibliothek zu machen. Es ist halt eben kein VPN-Zugriff von außen da eben möglich. Aber selbst da haben viele Bibliotheken es bisher gescheut, das zu investieren, weil sie eben sagen, nö, der Nutzen ist gar nicht so groß, aber es gibt so viele Werke, wo sich das wirklich bei ein, zwei Exemplaren lohnen würde, wenn halt eben dann dadurch die Anschaffung von mehreren digitalen Werken nicht notwendig wäre oder noch von mehr analogen Werken. Ja, interessant, dass Sie so beide so deutlich darauf verweisen, zu sagen, wir müssen das Urheberrecht, wir müssen den Datenschutz, wir müssen das aktiv nutzen, aufgreifen, wir müssen es mutiger aufgreifen, wir müssen die Möglichkeiten ausloten, auch in der Kommunikation mit den Experten und Expertinnen. Das ist ja eigentlich hier von Ihnen beiden ein sehr deutliches Plädoyer. Ja, es soll sicherlich kein Harakiri gemacht werden. Also ich möchte keine offensichtlichen Rechtsübertretungen Klar. empfehlen und auch befürworten. Aber wenn es gerade Grenzbereiche sind, Graubereiche, die sollte man doch ausloten. Ansonsten hätten wir nicht solche Entscheidungen wie von der TU Darmstadt eben beispielsweise bekommen, die eine sehr große europaweite Resonanz gefunden haben. Ja. Nämlich? Ja, also vielleicht konkret dazu, Ja. wenn Universitäten und Bibliotheken tatsächlich sich mal getraut haben und so einen Rechtsstreit auch durchgestanden haben, was natürlich lange dauert und man sich bei jeder Instanz wieder fragt, können wir uns das leisten und so weiter, haben sie meistens gewonnen. Also am Ende sagt der EuGH dann oder der Bundesgerichtshof, was die TU Darmstadt gemacht hat mit den Terminals, das ist erlaubt. Oder genauso gibt es eine EuGH-Entscheidung, die sagt, dass der Verleih von E-Books durch Bibliotheken erlaubt ist. Macht trotzdem kaum jemand in Deutschland und dann wird gesagt, wir brauchen erst eine Regelung im nationalen Urheberrecht. Dabei ist eigentlich schon ja fast so viel Rechtssicherheit da, wie man sich eben wünschen kann. Und jetzt muss sich eben jemand trauen, das dann auch zu nutzen. Aber es ist nicht so, dass in dem Moment, wo man verklagt wird, man automatisch was falsch gemacht hat. Also in den Verfahren, die tatsächlich zu einer Entscheidung kommen, ist es dann oft so, dass die Gerichte auch den Universitäten und Bibliotheken recht geben. Ja, ich will ein anderes Beispiel geben, wo ich finde, dass wir da nicht eben halt diese Gestaltungsoption wirklich klug nutzen. Dadurch, dass gerade jetzt im Schulbereich wir diese desolate Situation haben und immer gesagt wird, das ist ja alles nicht sicher. Was machen die Lehrpersonen? Sie nutzen zum Beispiel WhatsApp, um mit ihren Schülern zu kommunizieren. Ich meine, sagen, das ist ja für uns wahrscheinlich so der Worst Case im Grunde genommen. Weil wir wissen, dass das kann ja so keine gute Lösung sein. Aber dadurch, dass wir eben keine
akzeptable Lösung organisieren, landesweit oder in Bezirken oder in Regionen, in Städten, also in Kommunen, bei den Schulträgern, sind die Lehrkräfte ja praktisch teilweise gezwungen, auf Lösungen zuzugreifen, die nicht gut sind. Und hier wird das im Grunde alles abgewälzt auf das Individuum, auf die einzelne Lehrkraft, weil es eigentlich sozusagen diese Gestaltung nicht hinreichend mehr passt zu den Anforderungen, die sich jetzt speziell in Corona stellen. Aber in Wirklichkeit sind diese Anforderungen ja eigentlich schon auch vorher schon gewesen, nämlich also einen digitalen Kulturraum, Bildungsraum im Grunde genommen eben halt wirklich zu gestalten. Ja, also ich denke, man muss auch sagen, WhatsApp ist jetzt nicht das Worst-Case-Szenario. Also es ist sicherlich problematisch, wenn im Prinzip Schülerinnen und Schüler gezwungen werden, sich mit ihrer Telefonnummer bei Facebook zu registrieren. Und damit gehen sicherlich Probleme einher. Aber zumindest wird noch verschlüsselt. Also es ist immer noch besser als manche andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, was wir halt lange Zeit verschlafen haben, wo wir nicht diese Krise hatten, war tatsächlich auch staatlich und von den Universitäten freie Softwarelösungen zu entwickeln und zu unterstützen. Weil dass zum Beispiel so eine Software wie Jitsi nicht alle Funktionalitäten bietet, die Zoom bietet, hat vielleicht auch damit zu tun, dass im Moment alle Universitäten auf der ganzen Welt oder fast alle unglaublich viel Geld in ein Unternehmen stecken, das letzten Endes diese Software dann auch weiterentwickeln kann. Also es ist relativ schwierig, jetzt in der Krise nachzujustieren, weil ich glaube, Oliver Hinter hat völlig recht. Wir müssen den Leuten auch Lösungen bieten, die leicht verständlich sind, die funktionieren, wo die Usability, also die Benutzbarkeit entsprechend gut ist. Und man kann nicht alle 2 Wochen auf ein neues System umsteigen. Aber wir müssen eben die Zeit nutzen, wenn gerade keine Krisensituation ist, tatsächlich auch die digitale Infrastruktur aufzubauen, die unseren Anforderungen und unseren Wünschen an Datenschutz, an Unabhängigkeit von großen Unternehmen auch tatsächlich entspricht. Absolut, genau. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Ich will auf eine Annahme eingehen, die verbreitet ist, gerade in Hochschulen, aber auch im schulischen Bereich. Wo ich neugierig wäre, wie Sie das sehen. Und zwar die Annahme, die ich oft höre, ist, wenn eine Hochschule einen Service vorhalten will oder eine Schule, dann ist es wichtig, dass die Schule oder Hochschule diesen Service selbst betreibt in Räumen der Hochschule, weil dann kann sie ja möglichst viel Sicherheit auch eben sicherstellen. Man ist da doch überrascht, weil man doch auch denkt, wieso sollte eine Hochschule, eine staatliche Einrichtung tatsächlich diese Sicherheit besonders gut einlösen können, wo man ja mit privaten Anbietern durchaus auch Service-Level-Agreements erzeugen kann. Ich will nur an das Beispiel erwähnen, nicht die HIS GmbH, die Genossenschaft der Hochschulen, die eine Software den Hochschulen zur Verfügung stellt, wo rausgekommen ist, dass alle Studierendendaten über einen gewissen Zeitraum ganz offen im Netz verfügbar waren. Eben halt eine Software, die von den Hochschulen entwickelt worden ist. Also ist das nicht auch eine gewisse Unehrlichkeit anzunehmen, dass Software, die von Hochschulen entwickelt wird, die Software, die an Hochschulen betrieben wird, dass die automatisch mehr Sicherheit ermöglicht? Wie sehen Sie das dahinter? Also ich will mir da nicht zu sehr die Finger verbrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da vorsichtig mit meinen Äußerungen. Ich kann das so nicht genau beurteilen. Nur ich denke mir, in bestimmten Unternehmen sind doch mehr Profis am Werk. Ja? Und da ist eine gewisse Kontinuität auch einfach da. Man hat andere Kooperationsmöglichkeiten. Was sicherlich sehr wichtig ist, Sachen wie Zoom eben zu lizenzieren und das dann selber den Erfordernissen der eigenen Hochschule anzupassen. Denn dadurch kann ich erstmal gewährleisten, dass ich ein stabiles Netz einfach habe, eine längere Verfügbarkeit, eine längere Zeitdauer und auch bestimmte Features einbauen kann, die eben datenschutzrechtlich konform sind. An Schulen ist häufig das Problem, dass dort ja nicht mehr überhaupt ein WLAN-Netz vernünftig funktioniert.
funktioniert. Also mein Sohn hat regelmäßig das Problem, dass wenn die Lehrerin von zu Hause aus ein Meeting macht, dann funktioniert es. Sobald sie in der Schule ist, bricht das Netz immer wieder zusammen. Und laut der Schulministerin sind 30% der nordrhein-westfälischen Schulen am Netz. Das hat sie in einer unvorsichtigen Stellungnahme mal geäußert. Und da kann man wirklich nur die Augen verdrehen. Wie soll das halt eben digitale Schule ermöglichen? Das ist halt wirklich die Katastrophe. Ja. Und hinter 800 Schulen, letzte Woche neueste Zahlen, 800 Schulen von 2500 Schulen haben bereits die Lehrer-E-Mail-Adressen. Also sozusagen 800 von 2500 Schulen, wo die Lehrer bereits E-Mail-Adressen haben. Da frage ich mich ja auch einfach, was machen denn die anderen Schulen? Da sind doch die Lehrer im Zweifelsfall gezwungen, andere Wege zu nutzen. Scheinbar aus Gründen eines hohen Datenschutzniveaus sind sie gezwungen, im Grunde genommen weniger gute Lösungen eigentlich zu nutzen. Na, jetzt muss ich auch eine etwas kritische Bemerkung gegenüber den Lehrern mal äußern. Und zwar ist mir halt auch zu Ohren gekommen, dass in manchen Konferenzen noch darüber abgestimmt wurde, ob man überhaupt einer Einführung einer dienstlichen E-Mail-Adresse zustimmt oder nicht. Ja? Und das kann natürlich nicht sein. Also das sind eben auch wirklich keine Dinge, die mehr diskutabel sind. Also das ist normaler Standard, dass ich halt, wenn ich erreichbar gegenüber Schülerinnen und Schülern sein möchte, halt eine E-Mail-Adresse einfach brauche. Und das gibt mir auch viel mehr Möglichkeiten, dass ich eben keine private Telefonnummer zur Verfügung stellen muss. Aber das muss den Leuten teilweise nochmal erklärt werden, dass eben durch ein höheres Datenschutzniveau auch eine gewisse Freiheit eben für die Leute auch einfach greifbar ist. Ja? Ja. Und man muss halt wirklich eine Akzeptanz einfach liefern. Und wie gesagt, ich bin auch kein Profi im technischen Bereich, aber ich bin dadurch gezwungen, als Lehrbeauftragter an der TH Köln dann jetzt auch meine Vorlesung online anzubieten. Das macht totalen Spaß. Ja, man ist manchmal ein bisschen überfordert damit, das Ganze in den Griff zu bekommen mit Chats und so weiter, Leute zulassen, Leute rausschmeißen und so weiter. Aber es macht irgendwie Spaß und das sollte jetzt eben einfach genutzt werden und das sehe ich beim Rechtlichen auch so. Sehen Sie es nicht alle so verbissen an, man darf es auch nicht überbewerten. Ja? Ich kann wirklich es häufig als Argument sehen, um Sachen zu verbieten, aber ich kann es auch als Chance sehen. Und was den Juristen immer fehlt oder was denen häufig fehlt, ist der gesunde Menschenverstand. Ja? Ich muss einfach den beibehalten und einfach sehen, ist das eine Regelung, die wirklich akzeptabel ist? Ist das gewollt? Das hat Julia Reda ja vorhin eben auch schon mal gesagt beim Urheberrecht. Ja? Wir brauchen natürlich eine Daseinsberechtigung als Juristen und geben uns deshalb mit einer gewissen speziellen Sprache halt eben auch, aber das kann nicht der Grund alleine sein. Es muss wirklich viel vereinfacht sein, es muss einfach Deutsch gesprochen werden, dass die Leute sich nicht hinter irgendwelchen Floskeln verstecken können, um Sachen zu verhindern, die eben eventuell in ihren Interessen widersprechen. Ja, das ist ein sehr klares Plädoyer, was Sie da ausgedrückt haben. Und ich als jemand aus von der E-Learning-Seite her, ich muss sagen, mich ermutigt das sehr, die Ausführung von Ihnen beiden, dass wir im Grunde genommen, dass Sie eben halt hier beide für diesen kommunikativen Ansatz, für diesen Ansatz sehen, dass das eben halt auch Aushandlungsprozesse sind und dass wir da mutig vorangehen sollen. Ich möchte ein bisschen hier auf das Chatfenster eingehen und auch weiter ermutigen und ansprechen Personen, die vielleicht Fragen haben. Hier steht im Chatfenster der Hinweis, dass es eben halt um 800 Schulen sind, die bereits in Logineo NRW haben. Danke für den Hinweis, genau. Auch Schulen ohne Landesplattform können durchaus eine dienstliche E-Mail-Adresse haben. Daher stimmt die Zahl so nicht in dem Zusammenhang. Danke für den Hinweis. Natürlich absolut recht, absolut richtig. Es geht nur darum, dass eben 800 von etwa 2500 Schulen in NRW eben halt an die Landesplattform eben halt Logineo NRW angeschlossen sind. Und diese Plattform eben halt bietet den Lehrern momentan eine E-Mail-Adresse. Das also dazu, ja, es sicherlich haben Schulen eben halt da auch andere Lösungen in der Zwischenzeit eben halt entwickelt. Auf jeden Fall, ja. Wobei ich das Gefühl habe, uns fehlt auch sozusagen eine klare Datenbasis. Also so genau weiß man das gar nicht, wie eigentlich die infrastrukturelle Situation sich gerade im Schulbereich momentan darstellt. Gut,
Aber vielleicht gibt es weitere Anmerkungen, Fragen in dieser Runde. Ich möchte aber, bevor wir diese Fragerunde auch hier einläuten, gegebenenfalls dieses auch die Aufzeichnung anhalten, weil wir in dem Sinne nicht die Zustimmung von den Teilnehmenden explizit haben zur Aufzeichnung. Insofern bedanke ich mich in diesem Schritt schon einmal dafür bei Julia Reda und Oliver Hinter für das Mitdiskutieren hier an dieser, wie wir doch gemerkt haben, sehr spannenden Frage. Und ich freue mich insbesondere, wie gesagt, für Ihre besonders auch ermutigenden Worte in unsere Richtung, die mir doch auch, ja, wie gesagt, auch sehr viel auch Hinweise geben, wie wir weiter in dieser Diskussion arbeiten können. Erstmal vielen Dank.